Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und unseren Ranch Adventures. Und es ist auch das Finale, ihr lieben süßen Mäuse. Es ist die allerletzte Folge Ranch Adventures. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Ihr habt ein paar Sachen auch in den Kommentaren vom letzten Part vorgeschlagen. Vielen lieben Dank dafür auch, dass ihr mir so fleißig kommentiert habt. Wie ihr seht, habe ich unsere Pokale vom letzten Mal hier im Wohn- bzw. Essbereich des Hauses platziert. Ich glaube, im Trailer habe ich die Sachen auch hier in diesem Schrank gesehen. Daran habe ich mich noch erinnert. Und so konnte ich ja Ginas schöne, richtig coole Pokale hier auch in den Schrank packen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr auf jeden Fall Bock habt, die Höhle genauer zu erkunden. Ich würde sagen, das machen wir in-game am Sonntag mit dem lieben Jaden. Der hat ja da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt beim letzten Mal. Ein bisschen Erfahrung. Geh mal bitte ins Bett, süßer Jaden. Ich weiß, du bist nicht richtig müde, warum auch immer. Aber wir wollen wieder in deinen Rhythmus kommen. Kannst du dann, süße Maus, hier nochmal einen Gute-Nacht-Kuss geben und die kleine Rosa in den Schlaf wiegen? Das fände ich cool. Neben der Höhle, die wir erkunden werden, ihr lieben süßen Mäuse, werden wir außerdem die liebe süße Rosa älter werden lassen. Ja, ja, Rosa wird dann zum Kleinkind. Wir werden das Zimmer auch ein bisschen umgestalten. Und ich habe mir als letzten Punkt auf meiner Liste vor dem Ende des Parts dann auch nochmal notiert, dass ich sehr, sehr gerne das Haus finalisieren möchte. Was bedeutet das? Ich würde gerne ein bisschen, ja, ein paar Items oder ein paar Möbelstücke auch auf die Veranden und auf den Balkon stellen. Und danach würde ich gerne zum Ende des Parts dann auch das Haus bzw. die Ranch hochladen. Das bedeutet, ihr könnt dann, so wie es eingerichtet ist, das ist ja ohne Custom Content etc. eingerichtet, könnt ihr euch das dann runterladen und könnt das in eurem Spiel dann auch benutzen und damit spielen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Was will eigentlich dieser Fuchs hier immer noch? Oh mein Gott, das ist ein neuer Fuchs, oder? Elderberry Weathers. Elderberry, was machst du? Geh raus! Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jaden, um 4 Uhr morgens. Das ist doch wunderbar. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich glaube, die liebe süße Rosa ist aufgewacht. Ach Gottchen, was ist denn los, kleine Maus? Lass mal schauen, dass wir ihr vielleicht die Windel wechseln. Und wir können sie dann auch ein bisschen füttern. Vielleicht können wir ihr im Hochstuhl nochmal Essen zum Probieren geben, bevor wir sie altern lassen. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal Kürbispüree, oder? Was sagt ihr? Mal schauen, ob es ihr schmeckt. Ja, Kürbispüree, wie ist das? Der Herz in Unterhose, ich kann nicht mehr. Ja, wie sieht's aus? Ist sich nicht sicher. Gina, kannst du bitte auf die süße Zimtstern aufsteigen und sie dann auf die Koppel bringen? Ich glaube, wir haben gestern vergessen, Zimtstern auf die Koppel zu bringen mit dem ganzen Elan. Denn wir sind ja in der letzten Folge auch Weltmeister geworden. Ich möchte ganz kurz drüber sprechen. Ich bin sehr stolz auf uns, weil wir haben das tatsächlich geschafft. Ich finde das großartig und ich finde das richtig, richtig nice. Vor allem auch, dass wir das Bestreben abschließen konnten in allerletzter Sekunde. Ich bin nach wie vor ein bisschen sauer auf das Spiel, weil ja, das Bestreben nicht so gut erklärt ist zum Ende hin. Aber egal. Ich ignoriere das jetzt und akzeptiere Dinge, die ich nicht ändern kann. Wie sieht's hier aus? Können wir hier irgendwas säubern? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier war alles in Ordnung. Aber hier können wir Sachen säubern. Alles klaro. Oh, und wir haben Winter, Leute. Es wird kälter. Dann guck mal, dass du dich um den Hühnerstall kümmerst. Genau. Dann müssen wir mal gucken, dass wir Daisy rausrufen, damit wir sie dann auch melken können. Hallo, Daisy! Dann melken wir Daisy mal. Wir putzen sie. Wir füttern sie. Und dann können wir auch ein bisschen mit ihr quatschi-quatschi machen. Ach, wie schön. Müssen wir den Stall säubern oder so? Nee, das sieht gut aus. Cool. Wenn wir das gemacht haben, ich glaube, Jaden, du bist fertig mit der Kindererziehung. Kannst du mal alles ernten, süßer Schatz, damit wir hier auch ein bisschen den Garten pflegen? Dann haben wir, glaube ich, das Hauptsächlichste erledigt auf der Ranch. Jaden, bevor du das Haus verlässt, kannst du vielleicht eine kleine Dusche nehmen oder so? Und du, süße Gina, du musst hier ein paar Sachen... Wir müssen hier ein bisschen Ordnung machen, weil das wirklich ein bisschen eklig ist, was hier rumliegt. Okay, lieber Jaden, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Wir düsen mal zur wunderbaren Höhle. Falls ihr das nicht wusstet, in der nördlichsten Nachbarschaft gibt es nämlich diese geheime Höhle, die Pferdephantomhöhle. Und da kann man die Höhlen entsprechend auch erkunden. Ich glaube, es gibt auch ein besonderes Objekt, was man geschenkt bekommt, wenn man alle Aufgaben löst. Da wir nicht die Zeit haben, alle Objekte ja zu generieren oder zu erstellen, die dafür notwendig sind, habe ich mir gedacht, cheaten wir ein bisschen, Leute. Wir cheaten ein bisschen. Ich weiß, das mache ich normalerweise nicht in meinen Let's Plays. Aber ich habe mir gedacht, jetzt hier in dem Falle macht es auf jeden Fall Sinn, weil wir die Zeit gar nicht haben. Und wenn ihr Testing Cheats True eingegeben habt und Shift-Klick auf die Höhle macht, könnt ihr hier auf Debug alle Höhlen
Objekte geben klicken. Und dann hat der süße Boy alles, was er braucht, in seinem Inventar. Und dann würde ich mal sagen, erkunden wir die Pferdephantomhöhlen. Diesmal bitte ab zur Höhle, du süße Maus. Und dann bin ich gespannt, was wir für krasse Aufgaben bekommen dann in der Höhle. Weil alle Aufgaben habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Dann lasst uns mal schauen. Ja, du kleine Maus. Ja, wir kümmern uns doch um dich. Dann kann Gina nämlich heute tatsächlich ein bisschen sich um die kleine Rosa nochmal kümmern. Dann düst mal ab, lieber süßer Jaden. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Höhle und bringe uns ordentlich Zaster und besondere Objekte mit. Ach Gottchen, ihr süßen Mäuse. Oh, das gab jetzt aber eine Minusinteraktion. Bist du stinky ein bisschen oder so? Oh. Oh mein Gott, diese Geräusche. Oh mein Gott, wie krass. Okay, dann haben wir die erste Höhlen-Action auch schon. Der kopflose Reiter. Aus einer großen Öffnung in der Höhle stürmt ein kopfloser Reiter auf Jaden zu und umkreist ihn, während sein feuriges Pferd ein außerweltliches Stöhnen von sich gibt. Wir greifen an, Leute. Okay, oh, wir haben eine Kartoffel bekommen und wir haben den kopflosen Reiter besiegt. Das ist sehr cool. Ein Skelett mit einem knochenförmigen Mikrofon in der Hand springt aus der Dunkelheit hervor. Ah, das ist der DJ. Das ist der DJ. Alles klar. Den greifen wir mal an, Leute. Oh mein Gott. Wir haben das Wesen besiegt. Wie leicht ist das? Woran liegt das? Liegt das daran, weil wir alle Items haben oder weil unsere Fitnessfähigkeit zu hoch ist? Könnte das sein? Ja, wir haben eine Tulpe gefunden und eine Kartoffel beim letzten Mal. Mäh, da ist eine Tür mit einer Inschrift. Sprich mäh und tritt ein. Was könnte das bedeuten? Wir haben ja ein Schaf im Inventar, das heißt, wir versuchen es zu öffnen. Ja! Jaden bringt das Zwergschaf zur Tür und schiebt es nach vorne. Das Zwergschaf sagt klangvoll Mäh und plötzlich öffnet sich die Tür. Wir sind in Ebene 4, Leute. Richtig cool. Ich glaube, dass wir das schon mal hatten. Also, das wäre für mich auch tatsächlich ziemlich logisch gewesen. Und jetzt bin ich gespannt. Unbekannter Anrufer, geh mal nicht ran. Und ich bin gespannt, was uns jetzt noch ein bisschen erwartet hier. Okay, wir haben wieder die abhängenden Fledermäuse. Ich glaube, an die Features und an die verschiedenen Gegner kann ich mich erinnern. Wir gucken mal, dass wir angreifen. Wir haben schon wieder gesiegt. Holy moly, woran liegt das? Okay, wir haben eine Brombeere bekommen und wir haben die Fledermäuse besiegt. Das ist doch großartig. Oh, wir haben das Dino-Dilemma, aber wir haben genügend rotes Fleisch dabei, was der T-Rex braucht. Damit greifen wir ihn an. Okay, wir haben Ausdauer verbraucht. Gina und Rosa sind soeben gute Freunde geworden. Oh, oh, okay. Ich glaube, der Tag lohnt sich tatsächlich richtig arg. Nicht nur für unseren lieben Jaden, der die Höhle bis zum Ende erkundet, sondern auch für die liebe Gina, die sich mit der lieben Rosa anfreundet. Richtig, richtig cool. T-Rex, wir greifen nochmal mit dem roten Fleisch an. Genau, das müsste noch ein drittes Mal oder viertes Mal kommen. Oh, der T-Rex ist ermüdet. Wir haben eine seltene Pflanze bekommen. Sehr, sehr cool. Was ist denn das für eine Pflanze? Wie cool. Wir haben so Pflanzensamen bekommen. Das ist ja nice. Jaden hat eine Schatztruhe entdeckt und ja, die möchten wir öffnen. Oh, da ist ein Schatz drin. Ein Gartenzwerg. Ach, cool. Lass uns mal gucken. Können wir den hier vielleicht in den Garten stellen? Das fände ich irgendwie ziemlich witzig. Ja, können wir. Okay, wow. Den stellen wir hier direkt mal auf die Veranda. Vielleicht so ein bisschen schräg. Oh, dieser Schädel steht in Flammen. In einer riesigen, rankenbedeckten Höhle ist der Flammenschädel von Necto vor Jaden aufgetaucht. Er blockiert den Weg und sieht Jaden erwartungsvoll an, während die Flammen beginnen, sich aufzuheizen. Ich glaube, dafür haben wir einen Nektar dabei, wenn mich alles täuscht. Genau, darum haben wir nämlich jetzt auch Schaden verursacht. Holy moly, okay, okay, okay. Wir wollen nochmal angreifen. Ja, die Rache des Necto wird fortgesetzt. Die ewigen Flammen stieben erneut empor. Nochmal Angriff! Ja! Ich glaube, dass wir tatsächlich auf die nächste Ebene kommen. Kann das sein? Lass mal kurz gucken. Sind Ebene 4, 100 von 100. Das heißt, wir kommen auf die nächste Ebene. Oh mein Gott, Jaden gelangt zu einem Eingang, der von einem Inferno blockiert wird. Kann das Feuer irgendwie erstickt werden? Ich weiß gar nicht, was für ein besonderes Objekt man braucht, ehrlicherweise. Wir hätten uns vielleicht vorher die Objekte ansehen sollen. Wow. Okay, wir versuchen, das Feuer zu löschen. Ein Glas Wasser ist die Lösung. Okay, cool. Wir sind Level 5. GG, lieber süßer Jaden. Okay, da ist nochmal der MC-Knochen. Den greifen wir auf jeden Fall an. Okay, da kommt nochmal der MC. Wir greifen nochmal an. Oh mein Gott, wir haben Geld gefunden und wir haben den Knochen. MC oder Disc Jockey oder wie auch immer wir ihn nennen, haben wir endlich besiegt. Hier, wir haben nochmal eine Schatztruhe gefunden. Die öffnen wir. Wir haben eine Zitrone gefunden, alles klaro. Jaden sieht einen Schimmer und entdeckt ein Erzvorkommen in den Felsen der Höhle. Alles klar, das bauen wir mal ab. Wir haben ein versteinertes Ei gefunden. Cool, cool, cool.
Oh, der Bär mit dem Bizeps, genau, an den kann ich mich auch noch erinnern. Jaden dreht sich um und direkt vor ihm steht ein großer Bär mit mächtigen Bizeps und ausgefahrenen Klauen. Knurrend streckt er seine Pfote aus und fordert Jaden zum Armdrücken heraus. Wir machen das! Okay, wir verursachen Schaden, sehr, sehr gut. Geheimnisvoller Herausforderer, ich glaube, den hatten wir noch nicht. Jaden stolpert über eine Art kleiner Lagerstätte und bemerkt einen unheimlichen Kerl, der ihm den Weg verstellt. Der Kerl streckt seinen Arm aus und fordert Jaden zu einem nicht gerade freundschaftlichen Wettkampf im Fingerhaken heraus. Daumenkampfwette für 100 Simoleons, das machen wir. Jaden hat 16 Simoleons von dem geheimnisvollen Herausforderer gewonnen. GG, wir haben gewonnen, sehr, sehr cool. Oh, als Jaden versucht, eine Brücke zu überqueren, versperrt eine Riesengans den Weg und verlangt etwas zu essen als Geschenk. Das hatten wir ja schon mal. Das ist das Präriegras. Ja, Jaden hat erfolgreich Ebene 6 der Höhle freigeschaltet. Ich weiß, dass es unendlich viele Ebenen gibt, aber Leute, mir wurde gesagt, dass es ein besonderes Item gibt. Ich halte daran fest. Es muss es geben, Leute. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Also, mir war so, als hätte jemand erwähnt, dass man ein besonderes Objekt bekommt, wenn man in den Höhlen relativ weit fortgeschritten ist. Aber in dem Artikel, den ich da gefunden habe, stand das jetzt nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ob das stimmt, was ich da gehört habe von der Person. Wir haben gesunden grünen Tee bekommen, alles klaro. Weil jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise. Weil ich ging davon aus, dass wir tatsächlich eine Belohnung bekommen am Ende. Ich werde vielleicht das Video ein bisschen beschleunigen, damit ihr nicht immer alles lesen und mitbekommt, wie ich das immer wieder anklicke. Ich cheate auch ein bisschen mal seine Bedürfnisse hoch, einfach, dass wir hier drin bleiben können. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein paar Ebenen weiter oben bin. Ich würde sagen, ich mache das mal bis Ebene 8 oder 9. Okay, liebe süßen Mäuse, ich bin auf Level 11, auf Ebene 11. Ich habe nichts Besonderes bekommen, ehrlicherweise. Ich ging davon aus, dass ich eigentlich was fürs Pferd bekommen soll. Das hat zumindest die Person gesagt, wo ich ein Video dazu gesehen habe. Vielleicht muss ich weitere Ebenen spielen, um das zu bekommen. Das kann durchaus sein. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist natürlich ein super großer Aufwand. Wir radeln mal nach Hause. Guck mal, ich habe fast 2 Tage gespielt in-game. Das ist schon krass, finde ich. Also dafür, dass wir kaum Sachen bekommen, ist der Aufwand richtig, richtig groß. Falls ihr wisst, was man bekommt und auf welcher Ebene, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, rächen wir das ab oder beenden das, weil ich habe auch so viel Stuff jetzt im Inventar, was uns eigentlich gar nicht gehört. Liebe süße Gina, kannst du bitte hier die Windel wechseln? Weil irgendwie ist doch da alles stinky, oder? Und danach kannst du die kleine Maus doch bestimmt auch baden, oder? Mach das mal bitte direkt danach. Jaden, du bist auf dem Weg nach Hause. Perfekto, sehr, sehr gut. Meilenstein auf Betreuungsperson Pieseln freigeschaltet. Entdeckung. Rosa hat beim Windelwechsel versehentlich gepieselt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies noch einmal passiert. Aber fürs Erste wäre Duschen vielleicht eine gute Idee. Haben wir sogar noch einen Meilenstein erreicht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jaden. Steh mal bitte auf und dann möchte ich bitte, dass du einen Geburtstagskuchen zubereitest für die liebe kleine süße Rosa. Genau. Was für einen Kuchen könnten wir denn machen? Ich hätte wieder Bock auf so eine Schokotorte, Leute. Das ist wie es ist, ne? Okay, wir machen auf jeden Fall eine Schokotorte. Ich habe richtig Bock drauf, damit wir sie dann auch altern lassen können. Gina, wie sieht's bei dir aus? Du musst auf Toilette, alles klar, und danach kannst du dir eine kurze Dusche gönnen. Ja, perfekto. Können wir hier Geburtstagskerzen hinzufügen? Ja, das können wir. Ein Traum ist das. Okay, dann heb mal bitte die kleine Maus hoch, genau. Und dann würde ich sagen, Jaden, du setzt dich bitte hier hin und du, kleine süße Maus, hilfst, die Kerzen auszublasen. Krass, wie sich diese Generation entwickeln, ne? Ich meine, wir haben mit einem Sim angefangen und jetzt
jetzt sind wir einfach in einer dritten Generation dieser Familie. Ich finde es so krass, so cool zu sehen. Happy Birthday, süße Maus! Alles Liebe zu deinem Geburtstag! Ja! Bin ich so gespannt, wie sie aussehen wird als Kleinkind. Lassen wir uns überraschen. Happy Birthday to you! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie ist niedlich! Sie sieht aus wie ihre Mutter, ne? Als sie Kind war oder als sie Kleinkind war. Wie süß sie aussieht. Gott, sie ist einfach ein Schatz. Ein richtiger Schatz. Wir düsen ab in den Creatism. Und dann würde ich sagen, beschleunige ich das Video und ihr könnt sehen, wie ich die kleine Rosa umgestalte. Viel Spaß beim Umstyling und bis gleich. Ihr lieben süßen Mäuse, wir haben es geschafft. Wir haben die liebe Rosa umgestaltet und umgestylt. Sie ist so zuckersüß und es war nicht ganz so einfach, finde ich. Sie hatte so grüne und purpurfarbene Klamotten an ursprünglich, also in ihrem vorgestylten Standard-Outfit. Ich nehme ja immer diese Farben, um so ein bisschen abzuschätzen, in welche Richtung wir gehen. Das ist die Alltagskleidung. Für die Abendkleidung habe ich mir gedacht, ist dieses Kleid einfach wunderschön mit dem Gesicht hinten drauf. Es ist so niedlich, ne? Für die Nachtwäsche hat sie diesen Pyjama, der ist in Purpur diesmal. Für die Partykleidung habe ich ihr wieder was Grünes rausgesucht, mit so einem längeren Oberteil und einer Dreiviertelhose. Zum Baden hat die kleine süße Dame einen Bikini. Das ist auch super süß. Für Heißwetter habe ich ihr ja ein kleines Top ausgewählt und eine enge anliegende Hose. Und für das kalte Wetter hat die kleine süße Maus ein Mäntelchen, eine tolle dicke Mütze und coole Boots und eine Jeans. Ich glaube, das ist ganz cool. Ihr werdet es schon gemerkt haben, in einer der vorgefertigten Outfits hatte die kleine Maus ein Hörgerät. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz nice, wenn der Zufall das so vorgibt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass die kleine Maus im rechten Ohr dieses Hörgerät weiterhin behalten wird. Aloha, hey, wir sind zurück. Ja, 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 dann guck mal, dass du dich hier hinsetzt und eine Kleinigkeit isst. Wir müssen auch dein Zimmer ein bisschen umgestalten. Das Coole ist, dass das ja schon, ja, Grünakzente hat. Thank you.
Ihr lieben süßen Mäuse, ich habe die Ranch zu Ende gebaut. Sie ist tatsächlich fertig. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen hier außen platziert, wie zum Beispiel eine kleine Sitzecke auf der Veranda vorne, ein paar Schaukelstühle, ein paar Pflanzen. Die hintere Veranda ist für das Grillen vorgesehen und dass man hier auch ein bisschen chillen kann und zusammen sitzen kann. Und hier unter dieser coolen Pergola kann man dann auch zusammen essen. Ich fand das irgendwie ganz cool, weil der Platz hier irgendwie so ein bisschen ungenutzt war. Und auf dem oberen Balkon kann man dann in die Sterne schauen oder sich da auch ein bisschen hinchillen. Ich habe übrigens ein paar Girlanden hier auch hingehangen. Die sehen nachts richtig, richtig nice aus. Ich habe die Ranch fertig gebaut. Ich werde sie uploaden in die Galerie. Ich verlinke euch unten den Namen in der Galerie und auch meine EA-ID wird da beschrieben. Das ist Andy-Paradise. Dann könnt ihr danach suchen, könnt es runterladen in eurem Spiel, platzieren und damit auch spielen. Vielen lieben Dank für diese wunderbare Reise. Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Let's Play und für euren Support. Für euren krassen Support. Jeden Klick, jeden View, jeden Like. Das ist richtig, richtig krass. Ich möchte ein ganz großes Shoutout an euch alle geben. Ich habe mit diesem Let's Play ganz, ganz viele neue Abonnenten gewonnen. Und ihr habt die Familie Fleming und auch dieses Ranch-Leben so lieb gewonnen, genauso wie ich. Wir sind da gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt nämlich weitergeht in unserem Rainbow Life. Falls ihr das Rainbow Life nicht kennt, ist das überhaupt kein Problem. Wir starten in eine neue Staffel. Das bedeutet in einen neuen Lebensabschnitt. Und zwar mit den Geschwistern von unserer lieben Gina, die wir hier in den letzten Wochen ja verfolgt haben. Ich werde am Anfang, das heißt in der ersten Episode vom Rainbow Life, auch nochmal alles genau erklären, wie die Familienzugehörigkeiten sind. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist völlig kostenfrei. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und diesmal nicht bei den Ranch Adventures, nein, sondern bei unseren Rainbow Life. Bis dann, bye und howdy. Yeehaw! Bye!